Nachdem der FC Bayern München etwas schwer in den Tritt kam und das Auftaktspiel in die Vorbereitungsphase gegen den FC Arsenal verlor, gewann man schließlich gegen Real Madrid und den AC Mailand und verschaffte sich so Selbstvertrauen. Der Audi Cup in München in der Allianz Arena gegen Fenerbahce, das Halbfinale dann am morgigen Mittwoch, dann eventuell das Finale oder das Spiel um Platz 3 gegen Tottenham oder Real Madrid. Gegen die Türken hier waren die Bayern deutlich besser aufgelegt, Fenerbahce mit diesem Fehler in der Vorwärtsbewegung. Alaba kann den Ball lange treiben, Thiago legt rüber zu Serge Gnabry und in der 20. Minute stand es dann 1:0 für den deutschen Rekordmeister. Das war hoch verdient, gut gespielt, im Endeffekt ein strammer Abschluss und keine Chance für den Schlussmann von Fenerbahce Istanbul. Max Kruse jetzt mal als Ballverteiler unterwegs und der erste Versuch nach vorne zu spielen von Fenerbahce brachte dann auch einen Abschluss zustande, aber für Manuel Neuer ist das logischerweise kein Problem. Kurz vor dem Seitenwechsel nochmal die Gastgeber. Kimmich zu Thiago, der legt rüber zu Javi Martinez, der drückt dann aus der zweiten Reihe einfach mal ab. Zumindest nochmal ein Abschluss, nicht wirklich gefährlich, aber das konnte alles in allem durchaus gefallen aus Münchner Sicht. Nach 45 Minuten stand es dann 1:0, bei einem Unentschieden nach 90 Minuten würde es direkt in ein Elfmeterschießen gehen. Zweiter Durchgang, Fenerbahce mit einem Eckstoß von der linken Seite. Sie wurden nun besser. Der wird dann auf Moses getreten, der trifft Thiago an einer Stelle in der es sehr weh tut, aber der atmete einmal durch, der Spanier, und konnte dann weitermachen. Nun Fenerbahce aber wirklich drückend und Max Kruse mit keinem allzu schlechten Schuss. Der hätte gut gepasst, Neuer wieder aufmerksam, hält den Ball sogar fest. Eine Viertelstunde vor dem Ende nun nochmal der FC Bayern München. Kingsley Coman hat die Übersicht, dass Javi Martinez und aus 16 Metern visiert er das linke untere Eck an. Netter Schuss, aber fehlt dann im Endeffekt ein knapper halber Meter. Letzte Aktion, nochmal Fenerbahce, retten sie sich ins Elfmeterschießen. Süle kann es erst klären, da ist aber Ekici mit einem Flatterball. 13 Jahre in München gespielt, in der Jugend, da eine lange Zeit verbracht. Hier fast mit einem wunderbaren Tor. Am Ende ist es ein nicht unverdientes 1:0 für die Bayern, auch wenn sie sich im zweiten Durchgang wirklich hinten haben reindrücken lassen. Fenerbahce konnte aber eben den Treffer nicht erzielen.